Hi Leute, und zwar hier seht ihr eine Rex RS 450 CDI. Eine CDI-Zündeinheit, das ist die mit dem blauen Kabel. Wobei, da muss man aufpassen, es gibt zwei Zündeinheiten. Das hier ist eine Original Rex RS 450. Die braucht Gleichstrom und Wechselstrom. Elektronik, QLTD, okay. Die braucht Gleich- und Wechselstrom. Es gibt aber auch reine Wechselstrom-CDIs. Ich habe dazu mal einen Plan gemacht. Und zwar folgendes. Die CDI, so wie man sie hier sieht, mit den Boxen, wird wie folgt angeschlossen. Der erste Pin hier ist der Abstaller. Der zweite ist eine 100 bis 200 Volt Spule, die in der Lichtmaschine unter dem Vollrad sitzt. Dann hier wird die Zündspule angeschlossen, da der Pickup. Da müssen 12 Volt anliegen, die über Zündschloss geschaltet werden, und da Masse. Und hier liegen Masse ab beim Absteller, da liegen Masse an, wenn der Roller aus ist. Und da müssen 12 Volt anliegen, wenn er an ist. Das Ganze können wir mit dem Multimeter jetzt mal messen. Und zwar, wir können die 100 bis 200 Volt Spule durchmessen, und zwar von hier auf Masse. Und wir können die Zündspule durchmessen von da auf Masse, und wir können den Pickup durchmessen von da auf Masse. Dann das hier wird die Belegung von der Standard CDI. So, wenn man die CDI hier umbauen will, den Roller mit so einer CDI auf eine Standard CDI, dann müsste man Masse rausmachen aus dem Stecker und die plus 12 Volt rausmachen. Die braucht die plus 12 Volt nicht, und Masse umklemmen auf den unteren und den hier nicht belegt. Und wenn man beide ansteckt, macht das einen Kurzschluss, oder wenn man einfach die eine andere CDI reinsteckt, macht das auch einen Kurzschluss, dann kann die CDI kaputt gehen. Meistens fliegt die Sicherung. Wenn man die Sicherung gebrückt hat, dann ja, geht die CDI kaputt. Dann hier habe ich die Schaltung nochmal von der Rex RS 450 CDI mit dem blauen Kabel. Und zwar, das erste ist der Absteller. Ich habe hier jetzt, das wäre das Zündschloss, dass der Motor ein ist. Motor an ist. Das ist der Absteller, ist offen. Dann die plus 12 Volt Zündung sind geschlossen auf plus 12 Volt. Dann an die Zündspule, da ist nicht die Spule auf Masse. Okay, die ist dann noch von Seitenständerschalter und so. Dann die 100 bis 200 Volt Spule, das ist die hier, die am Vollrad ist. Und der Pickup. Pickup auch Spule auf Masse. Ja, und das kann man mit Multimeter ganz einfach durchmessen. Wir können die Pickup-Spule messen, die 100 bis 200 Volt-Spule und die Zündspule. Und dann können wir checken, ob plus 12 Volt hier anliegt, wenn die Zündung an ist. Wenn die Zündung aus ist, liegt die 12 Volt nicht an. Wenn die Zündung aus ist, können wir abchecken, ob der Absteller auf Masse liegt. Oder wenn die Zündung an ist, dass der Absteller offen ist und nicht auf Masse liegt. Ich fange mal an und messe. Ich habe die Stecker alle rausgesteckt und messe von Masse auf Pickup. Masse auf Pickup in Ohm-Bereich, 2 Kilo Ohm, und da habe ich 149 Ohm, also 150 Ohm. Es muss irgendwas so zwischen 120 und 300 Ohm sein, dann ist der Pickup okay. Wenn er viel kleiner ist jetzt als 120 Ohm, dann ist der Pickup kaputt. Pickup 150 Ohm von Masse auf Pickup-Leitung. Dann geht es weiter, da messen wir die Generatorwicklung. Die Generatorwicklung ist von Masse auf den zweiten Stecker Zündspule. Das ist oben rechts. Also von hier, also eins, zwei, von oben rechts großer Stecker auf oben rechts den hier. Allerdings am Kabel messen, nicht an der CDI, sondern an den Kabelkontakten. Okay, und Versorgung, da messen wir bei 2 Kilo Ohm 403 Ohm. Also von Masse hier auf, von einem Stecker Masse auf anderen Stecker Generatorspule. 403 Ohm ist okay. Es können ein paar hundert Ohm sein, es können aber auch ein Kilo Ohm sein. 403 Ohm beim Rex RS 450 Roller. Wenn ich dann den zweiten Pin nehme hier, dann habe ich 0 Ohm, weil die Zündung ja aus ist. Schalte ich die Zündung ein, müssen sich unendlich Ohm einstellen. Zündung ein, unendlich Ohm. Okay, Zündung aus. Wieder 0 Ohm. Da liegt der Pin hier auf Masse. Okay, jetzt haben wir Pickup gemessen. Dann haben wir die Zündspule gemessen und den Ausschalter. Also gemessen haben wir jetzt die drei Sachen. Einmal den Pickup hier, von hier auf Masse mit Ummessung. Dann
die 100 bis 200 Volt Spule auf Masse und einmal den Ausschalter auf Masse. Wenn die Zündung aus ist, dann muss hier das auf Masse liegen, also 0. Und wenn die Zündung an ist, dann muss das offen sein, also unendlich um beim Absteller. Okay, was jetzt noch fehlt, ist die Zündspule. Dazu müssen wir einen Seitenständer einklappen und dann von Zündspule auf Masse messen. Muss auch Durchgang sein. Okay, Zündspule auf Masse messen wir auch 0 Ohm, 1 Ohm, 0 Ohm. Ja, okay, dann ist die Zündspule, der Stromkreis auch geschlossen. Das war jetzt Zündspule auf Masse. Das war hier, das hier, der Pin hier, der Zündspulenpin auf Masse. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dass das alles funktioniert, also die Hochspannungsspule 400 Ohm hat, der Pickup 150 Ohm hat, Zündspule auf Masse, wirklich an der Zündspule ist, der Absteller dann auf ist, brauchen wir nur noch checken, ob hier 12 Volt anliegen. Das heißt, Masse auf 12 Volt, diesmal im Spannungsmessbereich. Also stecken wir um auf Voltmessung, dann gehen wir auf 20 Volt und jetzt müssen wir messen von Masse auf 12 Volt. Also okay, da messen wir erstmal noch nichts, weil die Zündung aus ist. Machen wir die Zündung mal ein und wenn die Zündung an ist, dann müssen hier 11, 12 Volt anliegen, wenn Zündung ein ist. Okay, und tun sie auch, also können wir die Zündung wieder ausschalten. Gut, dann haben wir alles gemessen. Wenn das alles stimmt, dann ist es immer noch kein Funkgitter. Erst dann ist die CDI kaputt. Erst dann. Jetzt Achtung, ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn wir eine Standard-CDI verwenden, dann müssen wir das Massekabel hier abstecken, das obere, das untere Kabel hier abstecken und das Kabel, was hier drin war, da reinstecken. Ja, und das Kabel hier weglassen. Dann können wir auch eine Standard-CDI verwenden, wie es in eBay gibt, so ohne den Kabel, dann wird das auch funktionieren. Weil da brauchen wir die plus 12 Volt nicht, also die plus 12 Volt hier, das Kabel hier, die 12 Volt müssen weg und das hier muss da raus und da reingesteckt werden. Und raus bekommt man das Ganze, indem man mit einem Bauteilbeinchen oder so oder einem langen Stift hier reinfährt, da oben reinfährt und dann anzieht.